Hallo liebe Leute und herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Folge Paddel. Wir hatten letztes Mal so ein Großüberschrift-Level fertig gemacht. Haben wir es geschafft und jetzt kommen wir zur Kanalisation. Rattenklipper. Und das geht's diesmal. So. Lecker. Ja, lecker. Okay, wir kommen jetzt zu organischen Reststoffen. Das sah ja schon mal cool aus. So, jetzt laden wir ein bisschen schneller. Hei. Ah, okay, gut. Können wir anfangen. Okay, das bewegt sich recht zügig durch. Und bis jetzt ist noch nichts passiert. Achso. Ist das jetzt Moos oder wie? Oder auch nicht? Oder. Ich weiß nicht, ich kann das jetzt hier nicht so gut erkennen. Hier kommt auf jeden Fall Feuer. Aber wir bewegen uns halt zügig hier durch. Ui. Oh, jetzt dürfen wir nicht zu schnell da laufen. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Flüssigkeit sich ein bisschen schwieriger gestaltet, weil die ein bisschen schneller ist. Und deswegen mal ein bisschen besser kontrollieren muss. Jedenfalls habe ich das noch in Erinnerung gehabt. Das ist jetzt eigentlich immer nur so langsame Dinger. Recht einfach waren zu steuern. So. Wir bewegen uns zügig hier drüber weg. Okay, jetzt kommt Feuer. Mal hinterher, dass da noch oben drum liegt. Okay, wo war es jetzt gerade die Lüftung, oder wie? Was ist mit dem Staub hier? Auch schon ein bisschen eklig aus, diese Flüssigkeit irgendwie. Schwimmt irgendwie noch so ekliges Grußstein in der Mitte, so was hoch, so was Gelbes, so was Rotes.
Hä? Ach so. Okay, wir müssen jetzt also irgendwie versuchen, diesen Hammer oder diesen Steinpflock oder was auch immer. Ich weiß jetzt nicht so genau, was wir machen müssen, aber es sieht irgendwie so aus, als müssten wir dieses Ding nach da oben bewegen. Okay, ah, das haben wir geschafft. Man sieht es ja daran, dass die Öffnung offen ist. Oder dass diese Klappen aufgerückt sind. Und wir sind sogar schon am Ziel. Das ist ja cool. Ach, da schaffen wir doch noch mal einen Level. Das ging jetzt mal kurz. Mhm. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen schlecht in Medaillen abräumen hier. Oder was auch immer das für Dinger sind. Okay, Flüssigkeit, organische Reststoffe. Da ist wieder dieser. Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie ein Fisch hier irgendwie, naja. So in dem Bild jetzt hier so. So ein Auge da in der Mitte. Naja. Kann an mit Moos bitte. Ja, das wissen wir ja schon. Für die Phasen in der Luft. Verstehe ich nicht. Naja, gut. Ich muss es also irgendwie versuchen, kompakt zu halten, was auch immer mir das sagen soll. Wir müssen jetzt nach rechts. Das wandert da gerade an der Decke entlang. Ist das normal? Es wandert irgendwie so an den verschiedenen Seiten darunter. Komm runter, du Tropfen hier. Jetzt warten wir noch auf dich. Der andere, der will irgendwie nicht hinterherkommen. Naja, dann musst du eben zurückgelassen werden. So, jetzt kommt wieder irgendwas nicht ganz Gesundes. Ich glaube, ich darf nur auf diese Dinger drauf gehen. Wenn mich nicht alles täuscht, so wie es aussieht. Oder irgendwie so eine Art. Oder auch nicht. Okay, doch jetzt. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Doch da unten runter, da kommt man gar nicht hinterher. Mist. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Das war jetzt aber nicht gut. Weil das andere Zeug hängt nämlich noch da oben. Thank you.
So, hätte ich da jetzt irgendwie eine Abkürzung nehmen können? Oder muss ich da auf beiden Seiten runter? Wenn, dann habe ich es verkackt. So, okay, jetzt müssen wir mal kurz warten, bis wieder dieses Ding da dran kommt. Irgendwie hat das eine seltsame Fließrichtung. Es fließt irgendwie so. Naja, ist ja auch wurscht. Okay, jetzt holen wir dieses andere Ding von da oben jetzt auch noch runter. Okay, ich sah jetzt gerade irgendwie so aus, als hätte man jetzt zwei Wege nehmen können oder so ähnlich. Man hätte entweder da hinten rauskommen können oder eben auch nicht. Okay. Was ist das hier gerade? Ich muss es jetzt schaffen, dieses. Okay, das bedeutet, ich muss dieses schaffen, diese Flüssigkeit. Okay. Haben wir schon wieder was da drin? Okay. Und wieder noch ein Tropfen, den wir hinterher schicken können. Haben wir das denn jetzt etwa schon geschafft? Ja, das gefällt mir. So. Jetzt haben wir schon zwei Level geschafft.